Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem farbenprächtigen Fest haben heute im norwegischen Lillehammer die 17. Olympischen Winterspiele begonnen. In seiner Rede gedachte IOC-Präsident Samaranč aber auch der blutigen Ereignisse in Sarajevo, dem Austragungsort der Winterspiele von 1984. 33.000 Zuschauer erlebten die Veranstaltung im Stadion, ein Milliardenpublikum in aller Welt am Fernsehschirm. 150 Skifahrer, 15 Rentiere, 200 Volkstänzer und mehr als 700 Kinder gestalteten eine sympathische, traditionell norwegische Eröffnungsfeier. Die Gastgeber wollten damit dem Gigantismus vergangener Spiele bewusst eine volkstümliche Alternative entgegensetzen. Der Einmarsch der 66 Mannschaften begann wie immer mit Griechenland, das an Winterspielen oft teilnahm, aber noch nie eine Medaille gewann. Besonders herzlich von den 23.000 Zuschauern begrüßt, die Sportler aus Bosnien-Herzegowina unter anderem mit 4 Bobfahrern aus Sarajevo. Der Biathlet Marc Kirchner war Fahnenträger der deutschen Mannschaft. Der zweifache Olympiasieger aus Oberhof führte ein Olympiateam mit 117 Starterinnen und Startern in die olympische Arena. Die Rennrodler und alpinen Abfahrer beginnen schon morgen mit ihren Wettbewerben. Die Eisschnellläuferin Gunda Niemann, der Skispringer Jens Weißflog oder die Bobfahrer um Wolfgang Hoppe tragen vor allem die deutschen Medaillenhoffnungen. Stürmisch gefeiert, selbstverständlich das Team Norwegens, das vom Langläufer Bjørn Dæhlie angeführt wurde. In seiner Begrüßung forderte IOC-Präsident Juan Antonio Samaranč auf, der Olympiastadt Sarajevo zu gedenken. Anschließend wurden die 17. Olympischen Winterspiele in Lillehammer vom norwegischen König Harald eröffnet. Das olympische Feuer brachte auf seine Art der Skispringer Stein Grüben ins Stadion am Lysgårdsbakken, wo Königssohn Hakon dann die olympische Flamme entzündete. Vegard Øvang, Norwegens populärster Sportler, sprach den Eid der Athleten. Respecting and abiding by the rules which govern them. 14 Tage lang werden nun die besten Wintersportler der Welt in Lillehammer um olympische Medaillen kämpfen. Schon vor der offiziellen Eröffnung der Spiele begann das olympische Eishockeyturnier. Im Auftaktspiel bezwang Finnland die Tschechische Republik mit 3:1. Die deutsche Mannschaft trifft in einer Stunde auf Österreich. Bei den Friedensbemühungen für Bosnien-Herzegowina sind jetzt die USA und Russland gefordert. Die bosnischen Kriegsparteien haben heute ihre Gespräche in Genf abgebrochen und sich auf einen Termin frühestens Ende des Monats vertagt. Nach Mitteilung von UN-Vermittler Stoltenberg sollen die neuen Initiativen abgewartet werden, auf die sich die Präsidenten Clinton und Jelzin gestern verständigt haben. Washington will seinen Einfluss auf die Moslems geltend machen, Moskau auf die Serben einwirken. Unterdessen hat Russland seine grundsätzliche Ablehnung von NATO-Vergeltungsangriffen in Bosnien-Herzegowina aufgegeben, wenn auch unter vielen Vorbehalten. Das NATO-Ultimatum gegen die Serben läuft am 21. Februar aus. Aus Moskau, Sonja Mickich. Im Außenministerium heute Mittag, überraschend, wird ein kleiner Kreis von Journalisten eingeladen. Das Thema, die am Montag vorgesehene Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Bosnien-Frage. Bislang sah es so aus, dass Russland unter allen Umständen einen NATO-Lufteinsatz ablehnen wird. Doch nach dem Telefonat zwischen Jelzin und Clinton ist Spielraum entstanden. Es komme darauf an, wie man die bisherigen UNO-Resolutionen interpretiere bzw. erweitere, so Außenminister Kozyrev. Luftangriffe als Strafaktion gegen serbische Stellungen? Nein. Als Instrument zur Absicherung der UNO-Friedenstruppen?
annehmbar. Wenn NATO-Luftangriffe im Rahmen eines UN-Mandates stattfinden, von den Friedenstruppen angefordert zum eigenen Schutz oder zur Absicherung der Arbeit, wenn Sie also den Generalsekretär der UNO darum bitten und er sich mit dem Sicherheitsrat abspricht, dann können wir darüber reden, dann ist es möglich. Mit diesem gedanklichen Kunstgriff baut sich Russland eine Brücke, um es beim Sicherheitsrat erst gar nicht zu einer Konfrontation kommen zu lassen. Die Waffenruhe in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo hält nun bereits den zweiten Tag. Zwar gab es in der vergangenen Nacht vereinzelte Schießereien im Stadtgebiet, doch wurde nach Mitteilung der UN-Friedenstruppe in den letzten 24 Stunden keine einzige Granate abgefeuert. Liebe Hörer, nach aller Erfahrung mit Waffenstillständen warnt der Zivilschutz: Vorsicht auf der Straße. Radio Sarajevo und das staatliche Misstrauen, draußen ist Ruhe. Die UNO-Truppen stellen sich an strategischen Punkten zwischen die Fronten in der Stadt, außerhalb, finden und kontrollieren sie nur wenige serbische Panzer und Artillerie. Die UNO-Generäle sind besorgt. Zur Verstärkung ist ein Bataillon aus Malaysia im Anmarsch, 780 Dschungelkämpfer. Noch nie in zwei Kriegsjahren war so eine Szene zu sehen, quer über die sonst tödliche Scharfschützenkreuzung. Gleich daneben Rekruten für die bosnische Armee. Beide Seiten nutzen den dritten Tag der Waffenruhe auch, um ihre Truppen zu verlegen. Waffenstillstand auf Dauer? Ich denke nicht. Nach 2 Jahren können wir nicht glauben, dass in Sarajevo nicht mehr geschossen wird. Wir fürchten, dass sie uns nach dem Massaker vor einer Woche nur die Augen verbinden wollen. Genau, sie wollen uns die Augen trüben. Man soll ihnen nicht glauben. Ich glaube ihnen nicht. Wie ist es an der Front? Wir siegen. Genau das sagen die Serben auf der anderen Seite der Stadt auch immer noch. Die Annäherung zwischen Kroatien und dem aus Serbien und Montenegro bestehenden Restjugoslawien macht Fortschritte. In Zagreb vereinbarten heute die beiden stellvertretenden Regierungschefs Granic und Simic die Einrichtung von Gesandtschaften in den beiden Hauptstädten. Außerdem werden die Autobahnen wieder durchgängig geöffnet und die Telefonverbindungen wiederhergestellt. Einig waren sich beide Seiten auch darin, dass die Frage der serbisch besetzten Gebiete Kroatiens ausschließlich auf friedlichem Wege gelöst werden soll. Bei einem Bombenanschlag in einem Vorortbahnhof von Istanbul sind heute 5 Offiziersanwärter getötet und 25 schwer verletzt worden. Der Sprengsatz war in einem Mülleimer versteckt. Er explodierte, als Soldaten und Rekruten einer Militärschule wie jeden Samstagmorgen auf dem Bahnsteig standen. In einem Bekennerschreiben erklärte die Volksarmee für die Befreiung Kurdistans, der Anschlag sei eine Vergeltung für die Unterdrückung des kurdischen Volkes in der Türkei. Nach Schießereien und Anschlägen haben heute alle internationalen Hilfsorganisationen ihre Mitarbeiter aus dem somalischen Beledweyne abgezogen. In der Nacht waren 2 Granaten auf dem Gelände einer amerikanischen Organisation explodiert. Verletzte gab es nicht. Unterdessen gingen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Vorbereitungen für den Abzug der deutschen Soldaten aus dem Lager bei Beledweyne und ihre Einschiffung in Mogadischu weiter. Am Elbufer nahe der Semperoper ist heute in Dresden das neue sächsische Landtagsgebäude eröffnet worden. Den symbolischen Schlüssel nahm Parlamentspräsident Iltgen entgegen. Aus Protest gegen die Baukosten in Höhe von 177 Millionen Mark kamen viele Abgeordnete nicht zur Feier. Der Bau wurde in nur 2,5 Jahren errichtet. In dem von Glasfassaden und Stahl geprägten Plenarsaal rief Bundestagspräsidentin Süssmuth die Parteien zu Toleranz und Wahrheit auf. In den neuen Bundesländern ist dies der erste Parlamentsneubau. Fast 8 Monate nach dem Antiterroreinsatz von Bad Kleinen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen gegen den V-Mann Klaus Steinmetz eingestellt. Ein Sprecher der Behörde sagte zur Begründung, es habe kein hinreichender Tatverdacht mehr bestanden. Gegen den 34-Jährigen war wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen Nichtanzeige von Straftaten ermittelt worden. Steinmetz war bisher der einzige V-Mann, den die Sicherheitsbehörden an die Kommandoebene der RAF herangeschleust hatten. Mit dem heute beendeten Winterschlussverkauf ist der Handel überwiegend zufrieden. Trotz Rezession und Rekordarbeitslosigkeit sind die Lager, wie der Hauptverband des deutschen Einzelhandels in Köln mitteilte, weitgehend geräumt.
Es gibt aber regionale Unterschiede. Die Verbraucher waren nach Beobachtungen vieler Einzelhändler kritischer und preisbewusster als in den Vorjahren. Vor allem verbilligte Markenware sei gesucht worden. Insgesamt erreichten die Umsätze in etwa das Niveau von 1993 oder lagen leicht darüber. Der amerikanische Schauspieler William Conrad ist im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Er wurde vor allem als Detektiv in der Fernsehserie Cannon bekannt. Seine Karriere begann Conrad als Sprecher in Radiohörspielen. Insgesamt wirkte er in mehr als 30 Filmen und Fernsehserien mit und führte in den 60er Jahren Regie in verschiedenen Kinoproduktionen. Aus der Nationalgalerie in Oslo ist am frühen Morgen das Gemälde Der Schrei von Edvard Munch gestohlen worden. Das 1893 entstandene Bild mit seinem symbolhaften Expressionismus ist eines der bekanntesten Werke des Norwegers Munch. Der Diebstahl wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Ohne sich vom Lärm der Alarmanlage stören zu lassen, stieg einer der beiden Täter über eine 3,5 Meter lange Leiter in das Gebäude und warf das Bild seinem Komplizen zu. Der Diebstahl dauerte 50 Sekunden. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei war 15 Minuten später am Tatort. Für einige Vereine der Fußball-Bundesliga gab es nach 2 Monaten Winterpause ein böses Erwachen. So verlor Bayer Leverkusen die Tabellenführung an Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft um Trainer Stepanovic musste heute in Dortmund spielen. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Ein würdiger Rahmen. 42.000 Zuschauer heute im Westfalenstadion. Und die sahen über die gesamten 90 Minuten ein packendes Spiel. Borussia Dortmund in Ballbesitz, die spielbestimmendere Mannschaft. Rüdiger Vollmann reagiert hier glänzend gegen Flemming Paulsen. Der Däne bekam heute den Vorzug gegenüber Karl-Heinz Riedle. Der starke argentinische Neuzugang Rodriguez mit einem mustergültigen Pass auf Paulsen und Vollborn klärt zur Ecke. Die wird ausgeführt von Rodriguez, verlängert von Poschner und Schabwieser zum 1:0 für Borussia Dortmund. Der 11. Saisontreffer des Schweizer Nationalspielers, heute der mit Abstand beste Mann auf dem Platz. Leverkusens Trainer Dragoslav Stepanovic. Es wurde viel diskutiert heute mit Schiedsrichter Heinemann. Der Grund nach dieser rüden Attacke von Bodo Schmidt, der dafür verwarnt wurde, musste Ulf Kirsten mit einer tiefen Risswunde am Knie und einer Schleimbeutelverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Seitenwechsel wurde es hektisch. 9 gelbe Karten und 1 gelb-rote hier gegen den Dortmunder Steffen Freund. Aber es blieb am Ende beim 1:0. Laut Trainer Hitzfeld der bislang wichtigste Sieg seiner Mannschaft in der laufenden Saison. Weitere Ergebnisse des 21. Spieltages: Hamburg-Freiburg 1:1, Frankfurt-Nürnberg 1:1, Bremen-Kaiserslautern 2:0, Duisburg-Leipzig 2:1. Bereits gestern spielten Wattenscheid-Dresden 1:1, Mönchengladbach-Karlsruhe 1:2. Das Spiel München gegen Stuttgart findet morgen statt, die Begegnung zwischen Köln und Schalke erst am Mittwoch. Die Lottozahlen: 2, 16, 17, 34, 39, 40, Zusatzzahl 35, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 8, 3, 6, 0, 3, 6, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 1, 9, 1, 1, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Der erneute Wintereinbruch hat in vielen Teilen Deutschlands, besonders in Bayern, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Wie hier auf der Autobahn von München nach Salzburg traf es vor allem Ausflügler auf dem Weg in die Skigebiete. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 13. Februar. Freie Sicht auf große Teile Westeuropas bot sich heute dem Wettersatelliten. Atlantische Tiefausläufer werden von dem dominierenden Finnlandhoch abgedrängt. Deutschland aber liegt morgen noch im Bereich feuchter Luft vom Mittelmeer. Zunächst ist es überwiegend stark bewölkt, leichter Schneefall vor allem in Sachsen und Bayern. Gegen Mittag lösen sich über der Nordhälfte Deutschlands die Wolken allmählich auf. Die tiefsten Temperaturen der Nacht liegen zwischen minus 10 Grad an der Oder und minus 2 Grad am Rhein. Im Westen steigen die Werte am Tag kaum, sie pendeln um minus 2. Im Osten werden minus 4 Grad gemessen. Auffrischender Wind aus östlichen Richtungen. Die Aussichten bis Aschermittwoch. Montag und Dienstag sonnig und kalt, Mittwoch ziehen Wolken auf, somit etwas milder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 22 Uhr. Darin Bosnien-Ultimatum, warum Russland auf die NATO-Linie einschwenkt und Kunstraub, die Suche nach dem Schrei.